Spann mich nicht so auf die Folter, Damien. Sag mir, ob ich in der Show dabei bin oder nicht. Natürlich bist du dabei. Willkommen an Bord. Wirklich? Ich bin dabei. Hurra! Bravo! Toll, es ist hier noch weniger in der Küche. Hervorragend. Jetzt habe ich eine Freundin im Fernsehen. Super! Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz. Danke für diese Gelegenheit. Ich werde euch nicht enttäuschen. Irgendwie ist sie jetzt schon abgehoben. So ein bisschen. So ein klein bisschen. Aber ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Jetzt komme ich also ins Fernsehen. Ich bin so aufgeregt. So aufgeregt. Ja, das ist sie, war sie beim ersten Mal auch schon. Das muss bei einem Abendessen gefeiert werden. Vielleicht später, Großmutter. Ich will jetzt unbedingt Emily besuchen. Ich habe das Casting dank ihr und ihrer Ratschläge geschafft. Ich werde sie um weitere Tipps bitten, bevor ich das nächste Mal vor die Kamera muss. Danach musst du aber unbedingt mit uns feiern, ja? Na klar. Ich habe ein Treffen mit Patrick und muss los. Nochmal Glückwunsch. Kein Kuss und nix? Sind ihr zusammen oder doch nicht zusammen? Ich weiß nicht so genau. Ich meine, so unter Freunden macht man das doch eigentlich, oder? Oder zumindest umarmt man sich, wenn man sich gerade kein bisschen geben möchte, bitte schön. Aber man umarmt sich doch so. Tschüss, ich bin dann später wieder da oder so. Er geht einfach. Scheißegal. Hab ich eine Freundin? Egal. Ich bin dann mal weg. Tschüss. Er scheint nicht wirklich sehr happy über die Neuigkeit zu sein. Was ist los mit ihm? Tja, vielleicht lag es an der Umarmung. Ich weiß nicht so genau. Du redest mit Adam. Du gehst Emily besuchen. Ich gehe erstmal Emily besuchen. Adam ist ja bei Patrick. Der wird ja schon wissen, was Sache ist. Ich mache mir da jetzt kein Problem draus. Ich gehe lieber und rede mit Emily. Ich muss mich jetzt auf meine Arbeit konzentrieren. Ah, ihre neue Arbeit. Neue Arbeit. Dann sind wir bald alle beide berühmt. Das ist wie ein Traum. Gutscheine, VIP-Zugänge, exklusive Partys. Wir sind einfach die Besten. Nun übertreibt man nicht. Alles in Ordnung? Ja, die Produktionsleitung schreibt, dass ich morgen eine Fotosession habe. Es ist für die Werbung, für die Show. Und warum siehst du aus, als hättest du gerade ein Gespenst gesehen? Ich muss eigene Kleidung mitbringen. Ich weiß nicht, was ich auswählen soll. Ich nehme an, du hast noch keine Gutscheine für Klamotten. Der erste Eindruck, den du hinterlässt, ist der entscheidende. Er ist Teil deiner Rollenfigur. Ich kenne meine Rollenfigur noch gar nicht so recht. Ich werde dir helfen. Keine Sorge. Danke, du Liebe. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Wahrscheinlich in New York verrotten. Tut mir leid, aber da... Verzweifeln, verrückt werden, leiden wie ein Unglückswurm. Oder verrotten. So. Aber was ist mit der Abmachung mit Adam? Sollte nicht die Liebe Vorrang haben? Doch. Aber das hier ist eine Riesenchance. Ich kann ja nicht mein ganzes Leben meiner Beziehung widmen, oder? Natürlich nicht. Die persönliche Entwicklung ist auch sehr wichtig. Oh weh.
Danke für all die Ideen für die Bar. Du bist echt der Beste. In all den Jahren habe ich ein bisschen was gelernt. Sag Bescheid, wenn du sonst noch was brauchst. Bist du in Ordnung? Du bist ein wenig seltsam. Du kennst Damien Rose, oder? Ja, wir sind uns schon über den Weg gelaufen. Superchef läuft im gleichen Kanal wie meine Sendung. Interessieren dich plötzlich die Berühmtheiten aus dem Fernsehen? Er ist es, der mich interessiert. Wie würdest du sagen, wie er so ist? Er ist sehr professionell und anspruchsvoll. Momentan einer der besten Produzenten überhaupt. Warum fragst du? Weil Jesse das neue Jurymitglied in deiner Sendung ist. Das ist genial. Es ist eine große Herausforderung und viel Reklame für ihr Geschäft. Sicher, aber ich befürchte, dass das unsere Beziehung in Schwierigkeiten bringt. Aber wenn ich ihr das sage, streiten wir wahrscheinlich bloß. Ich verstehe. Diese Menge an Öffentlichkeit ist nicht einfach zu handeln oder handhaben. So. Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. Luca, er ist wieder zurück an der Arbeit. Er hat mich kaum angesehen, was wohl in ihm vorgeht. Schätzchen, da ist etwas, das ich gerne mit dir besprechen würde. Was denn los? Ah, du hast schon gemerkt, dass Ubaldi wieder zurück an der Arbeit ist? Ja, ich kann nicht leugnen, dass ich von Zeit zu Zeit an ihn denke. Was willst du damit sagen? Stellst du dir vor, was passiert wäre, wenn du mit ihm zusammengeblieben wärst? Ich träume nicht mehr von ihm. So sieht's aus. Nein, gar nicht. Dieses Kapitel ist abgeschlossen. Und mit Adam geht es mir gerade total gut. Ich freue mich, dass du diese Klarheit besitzt. Lass mir das Thema, Großmutter. Was wolltest du mir sagen? Etwas Wichtiges. Gehen wir in den Saal und setzen uns, um in Ruhe zu reden? Alleine sitzen jetzt da, alles klar. Ich weiß, das ist nicht der beste Moment, aber ich habe eine Entscheidung getroffen. Nein, Großmutter wird gehen. Die will aufhören. Oh, ich weiß noch nicht, wie ihre Entscheidung ist, aber wenn sie jetzt aufhört, dann kann sie das Fernsehen nicht machen. Weil wer soll die Küche machen? Gio kann das nicht alleine. Ich gehe nach Louisiana zurück. Ich hab's gewusst, dass sie gehen wird. Nein, warum? Ich schaffe das nicht mehr mit dem Restaurant. Ich bin zu alt. Verstehe ich. Und jetzt, wo du Giovanna hast, kannst du es auch gut ohne mich schaffen. Bitte geh nicht. Ich verstehe dich. Was nehme ich jetzt bloß? Scheiße. Also ich kann sie verstehen, sie ist zu alt und so. Aber ich weiß nicht. Ich bin eher die Person, ich finde, sie sollte sich erst da in diesen Fernsehding einleben. Und wenn man das dann so geschafft hat, ich meine, das Fernsehen wird ja eh eine Aufzeichnung sein, hoffe ich mal. Ich hoffe mal, es wird nicht live sein, so abends so. Gerade dann, wenn die Stoßzeiten sind, vom Laden her, da könnte so lange ja noch Großmutter bleiben, theoretisch, und dann kann sie gehen, von mir aus, wenn sie es hingekriegt hat. Oder wenn die Show dann vorbei ist, so in der Motto. Ich meine, sie wird ja hoffentlich nicht so lange gehen. So
so wie bei bei Linda Browns Supertalent-Show da, wo nur einer dran gekommen ist. Einer. Ja. Ich sag erstmal, also ich kann Oma verstehen, ich kann sie total verstehen, aber ich würde eher sagen, den. Geh nicht, Großmutter. Ich brauche dich hier bei mir. Wir sind ein Team. Wie soll ich ohne dein Talent und ohne deine Liebe für das Restaurant kochen? Du hast selbst mehr als genug Talent und Energie. Ich nicht mehr. Aber du könntest weniger Stunden arbeiten. Wir überlegen uns was. So hält man die Leute. Könntest ja nur noch 4 Stunden arbeiten. Brauchst nicht mehr 8 Stunden arbeiten. Kannst 4 arbeiten. Ist kein Problem. Oma ist schon 80 und 90 und denkst du auch mal an Rente und so? Gut, vielleicht gibt es in New York keine Rente. Man weiß es nicht. Ich glaube, da gibt es wirklich keine Rente, oder? Ja, ich weiß nicht genau. Naja, okay. Wir überlegen uns was. Ja, dann überleg dir was, Jesse. Es tut mir leid, aber ich kann dann nicht mehr mithalten. Ich war ja schon pensioniert und habe nur wieder zu arbeiten begonnen, um dir mit dem Lokal zu helfen. Ich verstehe dich ja. Aber es gefällt mir gar nicht. Du gibst deine Träume auf. Naja, gibt's ja nicht. Sie hat zwar noch Träume, aber sie ist alt geworden. Also, ich meine, man sollte ja auch irgendwann mal zur Ruhe kommen, sag ich mal, und entspannen, bevor man dann ganz den Löffel abgibt. Man weiß ja nicht. Meine Träume habe ich bereits erfüllt. Sei nicht so egoistisch. Denk auch mal an mich. Da hat die Oma recht. Was für ein Tag. Und morgen wird es noch stressiger. Ich werde vor Aufregung wegen der Fotosession nicht einschlafen können. Und dazu kommt noch, dass Großmutter geht. Ja, ist alles zu viel. Redest du von mir oder von dir? Hör nicht auf mich. Ich bin bloß müde. Gerade jetzt brauche ich deine Unterstützung. Mehr denn je. Die hast du ja. Ich bin immer da, wenn du mich brauchst. Lass uns jetzt schlafen gehen. Das war genug für heute. Jane? Was ist das für ein Link? Was schickt sie mir da? Mein Name ist Jane. Ich bin das neue Jurymitglied von Superchef. Ich bin bereit, die Gerichte der Nachwuchstalente aus der Welt der Kochkunst zu kosten. Ich bin allergisch auf mittelmäßige Köche und auf laue Jurymitglieder. Ja, war ja klar, dass Jane wieder die Intrigantin ist. Das ist meine Herausforderung. Geschmack oder gar nichts. Seid ihr bereit für eine großartige Show? So eine eingebildete Kuh. Tja. Wie soll ich mich fürs Fernsehen anziehen? Das ist total neu für mich. Ich habe die Klamotten von einem Freund von mir, der Designer ist, mitgebracht. Mit diesen Sachen kann nichts schiefgehen. Also ich nehme erstmal professionell glamourös, mal gucken. Ich habe zwar ein bisschen Kohle, aber man muss auch nicht immer gleich alles
Uff. Dieses Outfit ist ein Traum. Aber sehr glamourös. Das ist edel und professionell. Du siehst wie eine Königin aus. Ja, ich probiere mal was anderes. Das ist das einfache, schlichte. Ich gehe lieber in meinen Sachen. Da fühle ich mich wohler. Der erste Eindruck ist absolut entscheidend. Gib dir ein bisschen Mühe. Ich hab das noch. Oh Gott. Ist nicht dein Ernst? Das hier gefällt mir. Das ist genau mein Stil. Aber von einem Designer. Ich muss ehrlich gestehen, das Schwarz und Weiß ist zwar geil, aber fürs Fernsehen weiß ich nicht, ob das unbedingt geil ist, so dieses gestreifte Ding, weil das blendet doch immer so. Und das Weiße hat mir dann doch schon ein bisschen besser gefallen, aber 29 Diamanten, gut, okay, ich habe ein bisschen Diamanten, ja, okay, aber meine Fresse. Der Stoff ist unglaublich, der Schnitt, die Farbe, ein exklusives Design, ohne Zweifel. Komm, bin ich nur so einfach. Damit es auch mal was anderes trägt. Nicht immer dieselben Klamotten. Ich fühle mich wie eine Diva des Fernsehens. Und du bist kurz davor, zu einer zu werden. Ja, auf jeden Fall. Hast du das Präsentationsvideo von Jane gesehen? Es ist viral gegangen. Ich will in diesem Augenblick nicht an sie denken. Sie spielt ihre Trümpfe aus. Sie macht für sich selbst Werbung. Und du solltest das Gleiche tun. Reicht es nicht, wenn der Kanal für uns Werbung macht? Was der Kanal tut, ist zu wenig. Du bist dein eigenes Unternehmen. Wenn du in diesem Metier triumphieren willst, musst du alle deine Netzwerke nutzen, damit du gesehen wirst. Ich wüsste nicht, wie ich das tun sollte. Ich habe einen Freund, der Unterhaltungsjournalist ist, und ich habe ihm von dir erzählt. Wieso gibst du nicht ein Interview und antwortest so subtil auf Jane? Es ist um deiner Karriere willen. Klar. Das ist perfekt. Lass es uns tun. Bravo, meine Liebe. Ich mache mich gleich daran, das Interview zu organisieren. Hier sind wir zusammen mit Jesse, dem neuen Jurymitglied von Superchef. Danke für die Einladung, Ellen. Ich liebe diesen Look. Elegant und sexy. Eine richtige Diva des Fernsehens. Nein, ich bin keine Diva. Ich habe Spaß daran, meinen Stil in allem, was ich mache, zum Ausdruck zu bringen. Ich bin in Louisiana aufgewachsen und bin nach New York gekommen, um Chefköchin zu werden. Heute bin ich die stolze Besitzerin des Restaurants Mary's Magic. Und was können wir von dir als Jurymitglied erwarten? Ich will den Teilnehmern helfen und das Beste aus ihnen herausholen. Ich weiß besser als sonst jemand, wie hart es sein kann, in diesem Beruf weiterzukommen. Die Jurymitglieder, die die Leute schikanieren, sind nur auf Ruhm aus. So bin ich nicht. Ich bin sicher, dass du dir die Sympathien des Publikums gewinnen wirst. Viel Erfolg. Das hoffe ich mal. Bravo. Dieses Interview mit Ellen White hat viel Interesse hervorgerufen. Im Netz wird von nichts anderem geredet.
Die Leute lieben dich bereits jetzt. Ich freue mich, dass es gut läuft. Auf der anderen Seite, dieses Outfit, das ist ein ganz anderes Niveau. Du siehst glamourös und professionell aus. Einfach perfekt. Ich wollte dem Niveau der Show gerecht werden. Geh dich jetzt schminken. Ich erwarte dich am Set. Guck mal, schwarz-weiß. Das passt auch wie die Faust aufs Auge. Wenn sie jetzt dieses Schwarz-Weiße getragen hätte, dann hätte das noch mehr. Dann hätte das Augenkrebs hervorgerufen vielleicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, ich sag ja, das Weiße sieht aus wie ein Engel und sie, Jane, das Schwarze als, ja, Teufelchen. Das Böse, sozusagen. Wisst ihr, sag ich doch. Wie geht es denn den edelmütigen Jurymitglied? Bereit zu schleimen? Alter, Angeberin. Nerv nicht, Jane. Das wird ein Spaß werden. Ich sag's dir, ehrlich. Mädels, seid ihr fertig? Ich präsentiere euch das dritte und letzte Jurymitglied der Sendung. Oh, bitte nichts Schlimmes, bitte nichts Schlimmes. Lass es irgendwie Dieter Bohlen sein oder hier, wie heißt der andere noch? Oder hier, wie heißt der andere? Wie heißt der aus England? Jamie Oliver oder so? Keine Ahnung, ist mir egal. Aber Hauptsache nicht, nicht irgendein bekanntes Gesicht, was man auch kennen sollte. Er ist männlich. Nein! Ach. Gut, auf den habe ich nicht gesetzt. Aber warum er? Warum auf einmal er? Och, Alter. Nee. Was ist das denn jetzt? Hallo. So ganz bescheiden. Hallo. Du? Herr Stadtjewus hätte ich abgesagt. Ja, ich wusste das jetzt. Ist doch immer das Gleiche. Also irgendwo habe ich schon gewusst, dass er dabei ist. Aber so im Hinterkopf habe ich das wieder verdrängt, dass er dabei sein könnte. Alter, ey, was für eine Folge. Es wird ja von Zeit immer spannender hier. Was ist denn hier los, Alter? Ich gehe nach Hause, ganz ehrlich. Wenn's dir gefallen hat, lass die kleine Bewertung da und dann sehen wir uns schon das nächste Mal wieder zu einer neuen Ausgabe von Rezept für die Liebe. Ich bin damit raus. Haut rein, bis denn und ciao.